So, jetzt ist es endlich raus. Das neue Boot von Fontaine-Pajot nennt sich Saona 47, heißt nicht mehr New 47, wie es bisher geheißen hat, sondern benannt nach Saona, der kleinen Insel in der Karibik. Das hat folgenden Zusammenhang, das ist eine schöne Geschichte. Saona hat eine Küstenlinie, die ist 47 Kilometer lang und das Boot hier, wo wir draufstehen, ist 47 Fuß lang. Und genau 7,70 Meter breit. Der neue Fahrtenkatamaran von Fontaine-Pajot kommt zur Boomzeit der Meerrumpfer auf den Markt und wartet mit einigen interessanten Neuerungen auf. Ein herausragendes Detail bei der Fontaine-Pajot Saona ist diese große Badeplattform. Riesengroß, fast über die ganze Breite des Hecks. Und hier lässt sich auch das Schlauchboot oder das Dingel hier hinten stauen. Die ganze Badeplattform kann 1,40 Meter oder fast 1,50 Meter tief nach unten abgesenkt werden und somit wird das Beiboot dann direkt eingewassert. Das ist auch zum Baden gut, man kann die Plattform in jeder Höhe verstellen, auch zum Anbord gehen und an Bord kommen. Kostenpunkt für die gewichtige Option immerhin 36.000 Euro. Doch jetzt soll der knapp 14 Tonnen wiegende Cut erst einmal zeigen, was unter Segeln möglich ist. Denn gemeinhin sagt man den Fahrtencuts ja nach, dass sie etwas träge und unsportlich seien. Vielleicht auch, um das letzte Quäntchen Segelleistung herauszukitzeln, hat die Werft dem Vorführboot einen Carbonmast und Laminatsegel spendiert. Die sportlichen Extras schlagen mit satten 50.000 Euro zu Buche. Standard sind Dacron-Segel und ein Alumast. In der Bucht vor La Rochelle weht es mit 14 Knoten, was ausreicht, um den Saona hart am Wind auf über 7 Knoten zu beschleunigen. Der Wendewinkel beträgt dabei rund 100 Grad, was Cut-typisch ist. Nach dem Setzen des Scannerkas kommt Leben in die 14 Meter GFK. Fast dauerhaft bleibt die Logge im zweistelligen Bereich. Allerdings irritiert der Franzose mit einer gewissen Kursuntreue. Der Steuermann muss ständig korrigierend eingreifen. Ursache hierfür ist wohl das leistungsstarke Rig in Kombination mit dem mächtigen Gennaker. Laut Aussage der Werft soll dieses Verhalten bei der Standardversion nicht auftauchen. Gewöhnungsbedürftig ist übrigens die Trennung zwischen Steuerstand und Trimmeinrichtung. Wer mit den Segeln spielen will, muss den Platz am Rad verlassen. Wirklich tragisch ist das aber nicht. Die eigentliche Paradedisziplin solcher Fahrtencuts kommt beim Gang unter Deck zum Tragen, obwohl der Begriff unter so nicht stimmt, denn zunächst betritt man ebenerdig mit dem Cockpit den gigantischen Salon. Aussicht, Platz, Stauraum, Komfort, hier ist von allem reichlich vorhanden. Steigt man in den Eignerbereich hinunter, der sich bei dieser Version des 47ers im Backbordrumpf befindet, überrascht einmal mehr das üppige Platzangebot. Ja, das muss man auch mal gesehen haben. Hier das Badezimmer, das ist keine Nasszelle, das ist ein Badezimmer auf der Saona 47. Hier einen Duschbereich, da kann man richtig reinstehen, kann sich hier duschen. Das ist Platz genug, feste Scheibe hier, dann separierte Toilette, was ganz schön ist, aus verschiedenen Gründen. Diese große, super große Ablage mit dem Waschbecken und vor allem hier Stauräume ohne Ende. Hier kann man sich richtig einrichten, auch für die lange Fahrt. Hier kann man alles reinmachen, was man benötigt für jede Lebenslage. Auch hier Stauräume, daran soll es nicht fehlen. Dann hier diesen Eignerbereich, wir sind hier im Eignerrumpf in der Dreikabinenversion. Eine sehr, sehr großzügig angelegte, ein sehr großzügig angelegtes Arrangement. Eine große Doppelkoje hier und diesen Platz hier, das ist auch keine wirkliche Kabine, sondern das ist schon fast ein Zimmer. Die Qualität des Ausbaus ist auf einem hohen Niveau mit reichlich Vollholz und kräftigen Beschlägen.
Hier sollte alles auch nach mehreren Jahren der Nutzung noch reibungslos funktionieren. Übrigens, Fontaine Pajot bietet beim Saona diese Dreikabinenversion namens Maestro an. Allerdings haben die Franzosen kein Vierkabinen-Layout im Programm. Es gibt eine Fünfkabinenversion mit vier Nasszellen. Das sieht dann folgendermaßen aus, dass hier in diesem Bereich gibt es eine zusätzliche Kabine mit zwei Etagenbetten, mit zwei Etagenkojen. Und die hintere Kabine, die wird dann nur von außen zugänglich sein, nämlich hinten über einen aufklappbaren Niedergang wird diese Kabine dann zusätzlich begehbar sein. Also fünf Kabinen, nicht nur vier, und mit vier Nasszellen, das ist die Option zur eigenen Version. Kommen wir zum Preis, und der überrascht. Denn der Saona 47 liegt im Marktsegment der 14 Meter Cuts mit rund 564.000 Euro im segelfertigen Zustand bis zu 100.000 Euro über der Konkurrenz. Dafür bietet er aber auch eine Menge an Vielfalt und interessanten Neuerungen, wodurch er sich von seinen Rivalen abgrenzen kann. Den achtseitigen Test gibt es übrigens auch zum Herunterladen auf Yacht Online.